Den ersten Hinweis findet ihr in Graveseed an dieser Stelle. Dort ist eine Holzhütte mit einer Machete in der Wand. Alle Hinweise machen auch immer einen Sound, also werdet ihr es schon finden. Und auch ganz nett sind die 5000 GTA-Dollar, die ihr dafür bekommt. Hinweis Nummer 2 befindet sich in der Gran Senora-Wüste, hinten am Flugplatz. Dort seht ihr metallische Zäune, da geht ihr dann einfach ran und auf dem Boden liegt auch schon der Hinweis, eine Hand. Als nächstes geht ihr mittig in die Karte zum Great Chaparral, wo ihr an einer Hauswand ein Graffiti finden werdet mit einem Spruch drauf. Ihr müsst ihr dann nur noch einmal lesen und somit habt ihr auch den dritten Hinweis. Dann müsst ihr für den vierten Hinweis nach Paleto Forest auf das Grundstück hinten drauf fahren und dann zu dieser Kabine hinlaufen, wo ihr eine blutige Hand drauf sehen werdet und somit habt ihr den vierten Hinweis. Der fünfte Hinweis ist ein wenig kniffliger, denn es gibt mehrere Positionen. Hier habt ihr die erste Position im Kessel de Krieg. Der Van, den ihr suchen müsst, spawnt nur einmalig auf der Karte, die Sitzung. Deswegen rate ich euch, macht eine private Lobby, setzt euren Spawnpunkt auf letzten Ort und geht zu einem dieser Orte hin, die ich euch jetzt alle zeigen werde einmal und sucht immer eine weitere private Lobby, bis ihr den Van habt. Der wäre dann auf der anderen Seite des Berges, wo ich jetzt bin und sieht dann halt so aus. An jeder Position ist es dieser Van. Die zweite Stelle, wo man ihn finden kann, ist in Lago Zancudo. Auf dieser einsamen Insel, in diesem Sumpf, spawnt er dann. Die dritte Stelle ist in Mount Gordo, ganz oben rechts auf der Karte, an dem Bahngleis links davon auf dieser Holzplatte. Davon weiter südlich, an diesen Silos, in der Nähe von diesem Elektrizitätswerk, ist hinter dem Silo der Van versteckt. Der letzte Ort, wo man diesen Van finden kann, ist in der Sanschianski-Bergkette unter dieser Brücke hier. Dort lauft ihr einfach den Weg entlang und man hört es ja auch schon wieder. Und dort am Ende des Weges ist der Van versteckt. Diesmal klicke ich jetzt sogar an, weil das für mich die letzte Position war. Jetzt habt ihr alle Hinweise gefunden und solltet eine Handynachricht bekommen von diesem Schlitzer. Um diesen Schlitzer zu finden, müsst ihr zum Graveseed Flugplatz gehen und dort zwischen 19 und 5 Uhr morgens auf diesen Schlitzer warten. Sobald er kommt, hört man auch schon seine Schritte und auf der Karte wird er als Totenkopf markiert. Ihr müsst nur einmal abknallen und kriegt 50.000 Geld und die Navy Revolver. Kurz darauf schaltet ihr eine Herausforderung mit der Waffe frei, das wird oben links angezeigt, dass ihr 50 Personen mit dem Revolver abknallen sollt. Und wenn ihr das am Ende alles geschafft habt, hier ein kleiner Zusammenschnitt, dann bekommt ihr 200.000 GTA-Dollar nochmal extra. Das war's mit dem Video, Knipser ist raus.